Die große Vorschau auf die Parallelbewerbe in Lechzürs, Verletzungspech bei Roland Leitinger und jede Menge Einblicke hinter die Kulissen der ÖSV-Stars. Das und noch mehr sind heute unsere Themen und damit herzlich willkommen zu Steilhang, dem Ski-Austria-Magazin auf KRONE TV. Ja, an meiner Seite begrüße ich den Ski-Experten der Kronenzeitung, Alex Hofstetter. Schön, dass du da bist. Servus Michaela, vielen Dank für die Einladung, freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir eine Vorschau geben auf das kommende Wochenende, denn da wird es richtig spannend in Lechzürs. Finden die Parallelbewerbe statt, letztes Jahr nach 26 Jahren wieder im Weltcup-Zirkus, kann man sagen, scheint es auf Lechzürs. Was dürfen wir uns denn von heuer erwarten? Ja, es ist auf jeden Fall in Wahrheit der Parallelbewerb der Skiwelt, weil es endlich eine Location und einen Ort gefunden haben, der wirklich für dieses Format passt. Also Lechzürs ist der Hang, der ist wie gemacht für einen Parallelbewerb. Das war ja das große Problem in der Vergangenheit, dass man immer wieder herumgedoktert hat und Versuche gestartet hat und nachher Rennen hatte, die einfach nicht fair waren, wo die Kurse unterschiedlich waren, wo einiges nicht gepasst hat und wo nachher in Wahrheit Diskussionen über die Sinnhaftigkeit immer wieder aufgepoppt sind. Und mit Lech hat man eben so einen Hang, und der völlig zu Recht im Weltcup ist und der auch für das Image dieses Bewerbs sehr wichtig ist, weil fair, spektakulär, Flutlicht, also es ist alles angerichtet für super Rennen wieder am Wochenende. Ja, du sprichst es schon an, und ich würde sagen, zu Beginn der Sendung schauen wir doch dann gleich rein, wie war es Lechzürs 2020, das Flutlichtspektakel. Film ab. Ja, letztes Jahr haben die Sieger in Lechzürs Petra Vlhová und Alexis Pöntiro geheißen. Petra Vlhová wird heuer nicht dabei sein. Sie bereitet sich schon auf die Slaloms in Levi vor. Michaela Schifrin ist auch nicht dabei. Aber Alexis Pöntiro hat sich jetzt doch für ein Antreten in Lechzürs entschieden. Der Gesamtweltcup-Sieger aus dem Vorjahr. Was kann man ihm heuer zutrauen in Lechzürs? Der Alexis wird dort um den Sieg mitfahren, definitiv. Ist ein gewissermaßen einer der wenigen wirklichen Alleskönner. Und der wird dort neuerlich, so wie letztes Jahr, eine gute Figur abgeben. Er lässt sich das natürlich nicht entgehen, weil er weiß, im Gesamtweltcup zählt jetzt wirklich jeder Punkt, jetzt schon. Die Speedfahrer haben heuer noch eine bessere Chance aufgrund des Kalenders, deswegen lässt er sowas einfach nicht aus. Ansonsten, dadurch, dass ein paar Absagen, das war zu erwarten, das Programm ist jetzt wirklich dicht, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Also es ist jetzt quasi, Sölden war eine schöne Vorspeise, aber jetzt geht es richtig zur Sache, Woche für Woche. Jetzt haben wir bis März keine Woche mehr ohne Skirennen. Also die Wintersport- und die Skifans können sich wirklich freuen. Und dass ein paar fehlen, ist natürlich ein Wermutstropfen. Levi nächste Woche ruft schon, und sind natürlich die Slalom-Spezialisten und Spezialistinnen schon ein bisschen nervös Richtung Levi, aber das Feld wird trotzdem sehr hochkarätig sein. Ja, wer nicht dabei ist aus österreichischer Sicht, und das war eine richtige Hiobsbotschaft, die uns da getroffen hat am Dienstag, Roland Leitinger auf der Reiteralm im Training, wieder das Kreuzband hat er sich gerissen. Es ist die Olympiasaison, genau das ist ihm eigentlich 2018 schon passiert, und es fällt wieder Olympia, also nicht nur die gesamte Saison, sondern eben auch wieder Olympische Spiele, wo er nicht teilnehmen kann. Dass das bitter ist, ist keine Frage, aber wie geht man mit so einer Pechsträhne um? Das ist aus mehrfacher Sicht eigentlich wirklich ein schwerer Schlag. Einerseits vor allem tut es einem oder mir persönlich auch für den Rolli leid, weil man hat mitbekommen,
wie sehr er sich geplagt hat, dass er wieder Richtung Spitze kommt. Er hat ja WM-Silber 2017 gehabt, aber dann hat er doch eine schöne Zeit gebraucht, bis er wieder da war. Und gerade jetzt, wo er diesen Schritt eben gemacht hat, der Rückschlag, schwierig. Der Rolli ist erst 30, muss man sagen. Ich meine, er hat drei Kreuzbandrisse, sind Wahnsinn. Muss man sagen, dass das leider auch part of the game ist mittlerweile, wenn man sich die Verletzungshistorie der ganzen Asse anschaut. Aber ich bin mir sicher, dass der Rolli wiederkommen wird. Einerseits, weil er natürlich erst 30 Jahre alt ist. Zweitens, weil er, glaube ich, wenn er jetzt quasi die Verletzung hatte, wo er wirklich in der Weltspitze ist, auch natürlich diesen Biss hat, dass er da möglichst schnell wieder hinkommt. Und weil natürlich auch das Umfeld dementsprechend perfekt ist, dass das relativ schnell unter Anführungszeichen wieder funktionieren wird. Ja, wir haben ein erstes Statement von ihm, von Roland Leitinger, und da schauen wir jetzt mal rein. Generell ist es natürlich jetzt nicht einfach. Es gibt für mich jetzt noch nicht richtig, oder es wird wahrscheinlich nie eine Erklärung geben für das Ganze. Warum das jetzt genau passiert, wo es eigentlich so gut angefangen hat, wo das richtig viel Spaß macht und ja, geknickt, ich glaube, es ist der richtige Ausdruck. Genau wie damals vor 4 Jahren ist eigentlich jetzt und da wieder so gewesen, dass ich ziemlich schnell eigentlich den Gedanken gehabt habe, Wahnsinn, es ist Olympiasaison und natürlich ist es auch bitter, wenn es jetzt keine Olympiasaison wäre. Der Saisonstart war so vielversprechend, das hat jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann die Verletzung jetzt hinnehmen zu müssen, muss ich schon sagen, ist eine bittere Pille. Ja. Ich möchte auf jeden Fall schauen, dass ich mit meinem Knie auf ein Top-Niveau wieder komme. Möchte mir am liebsten wieder selber auf der Piste sehen. Schwierig zum Abschätzen, wie das dann wie wirklich funktioniert. Ich möchte das auf jeden Fall gerne machen und ich glaube, ich komme dann in Fortdauer der Vorbereitung, glaube ich, erst besser abschätzen und genauso möchte ich es angehen. Ja, Hashtag Comeback Stronger, da schreiben viele Fans in den Social Networks und natürlich auch seine Kollegen. Auch wir wünschen Roland Leitinger nur das Beste, hoffen, dass er bald wieder fit wird, dass die OP gut verläuft und dass er dann vor allem wieder den Skifans Freude macht. Ja, Marco Schwarz hat uns auch leider letzte Woche mit einer Verletzungspause sozusagen, jetzt war eine Hiobsbotschaft, Sprunggelenksverletzung, fällt auch Wochen lang aus. Also auch wieder ein wirkliches Ski-Ass, auf dem man gebaut hat in dieser Saison. Definitiv. Also es ist so schön, dass in Sölden eigentlich losgegangen ist mit den erfreulichen Riesendorlaufplätzen für uns Österreicher. So schlecht war jetzt das Vorspiel für Lech Zürs. Also beim Rolli ist sowieso die Saison vorbei. Bei Marco unter Anführungszeichen das Glück, dass es nur ein paar Wochen sind, 5, 6 Wochen. Aber das ist neben dem persönlichen Schicksal natürlich auch für Ski Österreich sehr schlecht, weil das ja absolute Leistungsträger sind. Und die Punkte werden uns natürlich schmerzlich fehlen, auch im Nationencup, den wir ja nach 2 Jahren wieder von der Schweiz zurückgewinnen wollen. Ja, also auch Marco Schwarz richten wir gute Besserung aus, dass er möglichst schnell wieder auf der Piste steht. Adrian Pertl ist richtig stark gefahren letztes Jahr in Lech Zürs. Es war der 4. Platz, also knapp am Podium vorbeigeschrammt. Er ist aber nicht nur auf der Piste schnell unterwegs, sondern auch privat. Und wir haben ihn zu Hause besucht. Was er da so treibt, das schauen wir uns jetzt an. Ich bin gerne auf dem Radl unterwegs. Bei uns in der Gegend, da haben wir in Nockberge, gibt es sehr, sehr coole Radlwege. Mit der Trail bin ich ja hin und wieder unterwegs und eben von allen ein bisschen was. Das ist, glaube ich, echt eine lässige Sache, wo man eben sein Hobby, was man von klein auf ausübt, dass man das zu seinem Beruf machen kann. Und das, glaube ich, kann auch nicht jeder. Und von dem her bin ich sehr froh, dass ich das, dass bei mir das so jetzt aufgegangen ist.
Ja, privat ist er schnell unterwegs. Wir wissen ja auch, dass er auf der Piste richtig schnell sein kann. War einer der aufgehenden Sterne am ÖSV-Himmel, kann man so sagen, in der letzten Saison. Was traust du ihm für heuer zu, Adrian Pertl? Das große Ziel muss natürlich sein, dort anzuschließen, wie man so schön sagt, wo er da hingekommen ist. Es ist noch gar nicht lange her, wo er da mit der Nummer 73 in Kitzbühel das erste Mal in die Weltspitze gefahren ist und wo er da quasi kometenhaft auf einmal erschienen ist. Den Adrian zeichnet ähnlich wie den Blackie Schwarz aus, dass er kaum aus der Ruhe zu bringen ist. Das hat man auch gemerkt bei der WM in Cortina, wo er da sensationell die Medaille gewonnen hat. Zuerst ist er ja quasi als letzter Mann ins Aufgebot gerutscht und dann holt er gleich die Medaille. Er hat sich auch zwischen die Durchgänge, der Cheftrainer hat gesagt, ein Schläfchen genehmigt, das heißt auch eine coole Socke. Dementsprechend glaube ich, dass er den erhöhten Erwartungsdruck in der Saison eigentlich problemlos wegstecken will. Er war ja letztes Jahr in Lech unser stärkster Mann. Und ich glaube, dass er im Slalom sowieso jederzeit ganz vorne mitfahren kann, hat er schon bewiesen, logischerweise. Und dass er das auch im Olympiawinter ganz sicher wieder fortsetzen wird. Ja, 8 ÖSV-Herren sind im Aufgebot für Lech Zürs. Es gibt ja auch noch die Qualifikation davor, vor den Finalläufen. Eine harte Nuss. Ja, das Quali wird auf jeden Fall hart. Für die Zuschauer richtig spannend. Stefan Brennsteiner ist auch mit dabei natürlich. Den hat auch Marcel Hirscher, glaube ich, zuletzt richtig gelobt und hat vor allem seine schnellen Schwünge in Sölden gelobt vor dem Ausfall. Definitiv der Brand. Also willst du darauf raus, dass der Herr Hirscher den Herrn Brennsteiner vielleicht verpflichten wird für seine neuen Ski? Da werden wir nachher noch drüber sprechen, aber auf jeden Fall für Lech ist er ein heißes Ass, der Stefan Brennsteiner. Ja, oder? Ganz sicher, ganz sicher. Also der hat in Sölden leider den Auftakt verpatzt, hat ihn irrsinnig geärgert, aber nicht nur er, sondern auch alle anderen konnten sehen, dass er den Schwung vom letzten Winter nicht verloren hat, dass er nach wie vor richtig, richtig schnell ist in die Trainings, sowieso das Tempo vorgibt bei den Österreichern. Also um den brauchen wir uns definitiv trotz Sölden keine Sorgen machen. Ja, wer auf jeden Fall nicht dabei ist, das ist Manuel Feller. Aber den haben wir dafür jetzt einmal begleitet bei seiner Morgenroutine an einem Trainingstag. Und ja, wie wir den Manuel Feller kennen, richtig lustig. Film ab. Guten Morgen. Ich bin jetzt ein langes Frühstück gehabt. Ich esse mein Semmel und trinke meinen Tee. Servus, man wartet im Bus. Nicht, weil ich das gesagt habe, weil er das will. Und dann geht's gleich. Irgendwo musst du warten. Schau, weil wir 10 Minuten spät sein, dann müssen sie auf dich warten. Er hat so unregelmäßige Tagesabläufe. Das ist wie eine Schachtel Pralinen. Der Mensch redet so viel Blödsinn. Jetzt war der Weg frei für mein Lebensraum. Mit Winz auf der Gösterwerbung. Da ist er. Ja, ist er grenzt. Aber ich hab das alte aber ein bisschen einen klassischen Winzlocher gefunden. Ja, das schaut so ein bisschen gestalt aus. Das, auf, wo er mit Max war, da hat er da also so richtig den giftigen Winzgrinser drauf gehabt. Ja, Manuel Feller, mit ihm wird es, glaube ich, nie langweilig, wenn man den so einen Tag lang begleitet. Hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. 15. Platz in Sölden war es, jetzt ist er nicht dabei in Lech Zürs. Aber ich glaube, so in der vergangenen Saison mit 2 ersten Plätzen ist ihm so ein bisschen der Knoten aufgegangen. Ist das ein gutes Vorzeichen für die Olympiasaison für ihn? Ja, da, also was er nie verliert, ist den Unterhaltungsfaktor, wie du gesagt hast. Da glaube ich, und das ist auch gut so. Er ist eine richtige Wohltat, auch jetzt natürlich für die Fans, bei denen er teilweise natürlich auch polarisiert, aber vor allem auch für uns Medienvertreter ist es jedes Mal sehr erfrischend, mit dem Manu zu plaudern. Und was man auch heutzutage halt nicht so oft hat, ist, dass sich die
Sportler kein Blatt vor den Mund nehmen teilweise, und da ist halt der Manu immer für eine ehrliche Meinung und für offene Worte zu haben. Und das ist auch gut so, das wird sich nicht ändern, Gott sei Dank, so ist er und so soll er auch bleiben. Sportlich hat er sich, also stabilisiert ist jetzt immer schwierig bei Manu Feller, aber ich glaube, dass er schon logischerweise an seinem Fahrstil gearbeitet hat, dass der ruhiger ist, dass der weniger anfällig ist, das kann man auch relativ klar sehen. Und letztes Jahr mit seinem ersten Weltcupsieg, das hat natürlich einen Knoten gelöst und war sehr, sehr befreiend für ihn. Noch dazu mit der Geschichte, wo er sich ja quasi mit dieser Märchenwiese in Flacher so selbst unter Druck gesetzt hat und das dann runtergebracht hat. Das macht dann schon etwas mit einem Sportler, wenn er sich selber quasi unter Druck setzt und gerade in diesem Rennen dann seinen ersten Sieg schafft. Das ist schon sehr befriedigend, glaube ich, für ihn selbst gewesen. Ja. Ja, einer der jungen ÖSV-Techniker mit einem ganz schnellen Schwung, das ist Fabio Gstrein. Und auch ihn haben wir zu Hause besucht und der hat Hobbys. Würde man nicht gleich denken, dass das mit seinem Skifahren zusammenpasst. Aber ich glaube, genau das macht's aus. Film ab für Fabio Gstrein. Ich bin nicht nur Skifahrer, sondern ich bin ein leidenschaftlicher Landwirt. Weil es ist einfach meiner Meinung nach sehr beruhigend und ich tue es einfach brutal gern, mit den Viechern und mit den Maschinen einfach zu arbeiten. Und man kann, glaube ich, etwas für die Umgebung machen, für die Umwelt und erholte Landschaft, und das ist, glaube ich, sicher eine lässige Aufgabe. Ja, ab und zu um 6 aufstehen, das ist nicht, auch nicht so schlimm. So oft muss ich nicht in den Stall gehen in der Früh. Das ist echt leid. Ich bin sozusagen das Notfall-Backup, wenn gar niemand anderer mehr Zeit hat. Aber auch wenn ich es dann mache, ich mache es gern. Das ist ja lässig. Das ist die Bali. Das ist die Billy, das ist die Mama von der Bali. Und das ist die Baby. Wenn die Zeit da ist, kämen Freunde zu mir oder gehe ich zu ihnen nochmal einen Kaffee und trinke oder Tennis spielen natürlich. Es ist die Mama früher schon gut Ski gefahren, der Papa auch Skilehrerausbildner, technisch halt sehr gut. Fährt immer noch sehr gut und macht immer noch sehr viel Spaß mit dem Papa Skifahren zu gehen. Ja, der Fabio ist eigentlich ein Skifahrer, den man eigentlich nicht in ein Muster stecken kann. Er hat einfach Spaß beim Skifahren. Es hat schon in Kindesjahren angefangen. Er war immer draußen, hat seine Freizeit eigentlich immer auf Skiern verbracht. Ja, sicher bin ich bereit für den nächsten Schritt, weil man fängt ja dann Blutlecken an dem und man will sie auch weiter verarbeiten, und das ist sicher mal ein großes Ziel, Konstanz und auch weiter vorkommen an die Weltspitze. Aber für das muss ich auch vorher gute Leistungen zeigen, und das ist jetzt sicher mal das Hauptziel. Und das andere kommt dann nicht verloren. Ja, Fabio Gstrein, auch abseits der Piste wird ihm nicht fad. Er ist dabei in Lechzürs. Wir sind schon gespannt, wie es ihm gelingt in Vorarlberg, dem Ötztaler. Wo siehst du ihn? Dieses Format ist immer für Überraschungen gut. Das ist auch immer ein bisschen eine Wundertüte. Der Fabio kann, also Quali muss man mal schaffen logischerweise, und unter den Top 16 ist dann alles möglich. Also ich träume
zumindest die Top 10 zu. Also wir haben ja letztes Jahr 3 Burschen in den Top 10 gehabt, zwar keinen am Stockerl, aber immerhin 3 in den Top 10. Und Ähnliches erhoffe ich mir diesmal auch, vielleicht eben auf Stockerl, dass einer schafft. Das wäre natürlich daheim dann umso schöner. Ja, mit Patrick Feuerstein und Thomas Dorner haben wir zwei junge Vorarlberger, die vielleicht vom heimischen Publikum auch noch einmal so die Extrazündung, sage ich jetzt einmal, schaffen. Das, also wie gesagt, das ist oft ein Format, wo die Jungen da wirklich das erste Mal dann ganz vorne reinfahren können. Da geht es dann relativ schnell. Im Riesendurlauf selber oder im Slalom ist man ja oft auch von der Nummer abhängig. Mit einer späten Startnummer ist es dann natürlich schwierig, dass man wirklich ganz vorn fährt. Es gelingt immer wieder, eben wie dem Adrian Bertl oder so, gelingt es dann schon immer wieder. Aber dieses, und das macht auch den Reiz von so Parallelrennen aus, die eben immer wieder Überraschungen bringen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Herren anstellen, vor allem unsere ÖSV-Stars. Und damit wechseln wir zu den Ladies, weil das wird auch richtig spannend und die beginnen ja am Samstag. Petra Vlhová, wir haben schon angesprochen, die Vorjahressiegerin nicht dabei, auch Mika Schifrin nicht. Das heißt eigentlich auch bahnfrei für die ÖSV-Stars, 9 Ladies im Aufgebot und natürlich Kathi Linsberger führt die Truppe an. Hast du eine heimliche Favoritin, die du uns schon verrätst vielleicht? Wir haben ja die Elisa Mörzinger auch, die in diesem Bewerb wirklich stark ist und der traue ich, also das wär für mich fast kein Geheimtipp, aber es ist schon ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube, dass sie da wieder, also es kommt nicht umsonst, dass sie diesen Bewerb einfach mag und kann. Ansonsten haben wir natürlich mit der Kathi Liensberger die amtierende Weltmeisterin in diesem Bewerb. War ja in Cortina das erste Mal auch bei einer Weltmeisterschaft der Bewerb. Und der kann man natürlich ähnlich wie in Cortina alles zutrauen. Ja, also wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja, und die Kathi Linsberger, die hat so die ein oder anderen Geheimnisse und eins konnten wir ihr entlocken. Da schauen wir mal rein. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich meinen Ski, also wirklich den besonderen Ski vor allem, gern Namen gebe. Ich habe einen Bezug zu ihnen. Ja, oft einmal, wenn ich dran denke, oh, sind es Namen, die mir gerade einfallen, spontan. Oder ja, wenn ich an die WM in Cortina denke, da war der Toffi-Ski, derjenige von der Tofana-Piste, die er wirklich dann zum Erfolg geführt hat. Und ja, so ist dann oft einmal irgendwie ein Bezug, wo ich gern aufbaue. Und das ist natürlich dann nochmal was sehr Spezielles und für mich einfach eine stärkere Verbindung mit meinem Material erzeugen zu können. Ja, Kathi Linsberger gibt ihren Ski also Namen. Kennst du Sportlerinnen oder Sportler, die das machen? Ich meine, bei Marcel Hirscher wissen wir, er hat jetzt seine eigene Skimarke, die hat er natürlich von dir auch benannt. Aber so wirklich, die noch aktiv sind, die sagen, das ist mein Glücksski und der heißt wie jetzt eine Piste zum Beispiel. Es gibt schon, natürlich hat jeder seine Lieblingsski, aber das ist ganz typisch für die Kathi Linsberger. Also die braucht diese Dinge, dass sie Verbindungen zu den Skien aufbaut, zu den Orten, wo sie ist. Also da spielt sich bei der Kathi irrsinnig viel im Kopf, im Mentalen ab. Und das ist ein Teil davon, den sie halt pflegt und der, wie man sieht, auch sich schnell macht. Also andererseits ist es auch bewundernswert, so wie sie letztes Jahr da in den Slalom-Weltcup gewonnen hat, in Cortina groß abgeräumt hat bei der WM. Das ist schon mental, wie sie das macht, ist schon extrem anstrengend und herausfordernd. Und das hat man auch nach der Saison gemerkt, dass sie da wirklich mental irrsinnig viel, nicht nur körperlich, sondern auch mental irrsinnig viel investiert. Sie war nach der Saison leer. Mittlerweile ist sie wieder aufgeladen, logischerweise, und wieder bereit für die Dinge. Aber dieser Skitick ist schon eher einzigartiger. Kathi Linsberger hatte ihre erste WM-Goldene geholt in Cortina, nämlich genau in dem Bewerb, dem Parallel-Riesentorlauf, der jetzt in Lechzürs stattfindet. Also ich glaube, da ist auch alles angerichtet für ein rot-weiß-rotes Skifest von Kathi Linsberger. Ja, und es ist quasi für sie eine kleine Ouvertüre, natürlich totales Heimspiel für sie,
Das lasse ich natürlich nicht entgehen, obwohl eine Woche später der Slalom-Doppelpack in Levi dann natürlich mindestens genauso wichtig ist. Aber da wird sie, und so wie ich sie kenne, wird sie auch die da wieder energetisch diese Heimstimmung und diese Fanstimmung wird sie ganz sicher aufsaugen. Und sie ist eine, die das nicht hemmt, sondern die das schneller macht. Und so wird es auch hoffentlich in Lech sein. Ja. Ja, wir drücken unseren ÖSV-Ski-Ladies die Daumen. Und es gibt noch ein Schmankerl, das wir haben aus der Kategorie, was sie von unseren ÖSV-Stars noch nicht wussten. Und das sind wieder die Herren am Zug. Film ab. Sogenannte Tantler ist das, also meistens so eine Nachmittagsbeschäftigung. Jeder hat drei Leben. Ja, retten ist Pflicht, also da gibt es keine Ausreden. Im Ball muss man halt versuchen, in der Luft zu halten und wenn man am Boden fleckt, dann verliert man ein Leben. Und bis zum Schluss nochmal einer übrig bleibt, ist der große Sieger. Wir haben schon ein paar richtig gute Fußballer dabei, also bei denen läuft es momentan auch nicht so gut. Und falls der Franco Fuder mal ein paar braucht, kann er uns anrufen. Ja, super interessant, welche Einblicke dir von den ÖSV-Stars wir bekommen. Fußball spielt in den Pausen, auch mental wahrscheinlich wichtig, um ein bisschen von diesem Highspeed auf der Strecke abzuschalten. Ja, ein paar gute Kicker dabei, haben wir gesehen. Und, vielleicht ruft Franco Foda auch bald an. Das hat lustigerweise der Adrian Bertl auch gesagt, natürlich, ja. dass der Franco vielleicht anrufen sollte. Nein, also man weiß ja, die Skifahrer spielen ja gerne Fußball. Aufgrund der Verletzungsgefahr machen sie es eher weniger. Aber man sieht sich am Ballgefühl und wie du sagst, es ist einfach wichtig, dass man auch den Kopf frei bekommt. Es zeigt aber auch das, was alle betonen, dass im Moment auch in unserer Mannschaft, in der österreichischen Mannschaft, eine wirklich sehr gute Stimmung, sehr gute Harmonie ist. Und also denen wird auch so nie langweilig, wenn sie jetzt wochenlang im Trainingslager sind. Die Speedfahrer sind ja schon in Amerika und bereiten sich vor. Und sind ja auch jetzt quasi schon im Camp, also Lagerkoller und Stimmung, also Lagerkoller gibt es so gut wie nie bei denen und die Stimmung ist eigentlich immer gut, wie man gesehen hat. Ja, die Stimmung ist gut, das heißt, es ist auch alles angerichtet für ein spannendes Rennen in Lech-Zürs. Alex, ich sage vielen Dank für deine heutige Expertise. Für Sie, meine Damen und Herren, natürlich noch der Hinweis, am Samstag findet statt der Parallel-Riesentorlauf der Damen. Quali um 10 und dann um 17 Uhr die Finalläufe. Die Herren sind am Sonntag dran, um 10 Uhr mit der Quali und um 16 Uhr dann das große Finale. Ich sage danke und Ihnen danke fürs Einschalten und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind hier bei Steilhang, Ihrem Ski Austria Magazin auf Krone TV.